So, jetzt sind wir mitten in der Übung und zwar, wir haben hier, ich habe das stark vergrößert, skizziert, wir haben hier ein kleines Gewicht aus dem Physikunterricht und dieses Gewicht hat jetzt einfach mal angenommene Maße und zwar DG, wie groß? Der große Durchmesser sind 3 cm. KG, muss ich noch ranschreiben, nicht Kilogramm, sondern kleines G als Index, KG, das heißt die Körperhöhe des großen, äußeren, sind 1,5 cm. Und jetzt hat jemand in dieses Ding ein Loch reingebohrt, aber komischerweise ist also der Durchmesser des Loches, des Kleinen, ist 1 cm, aber er hat nicht ganz durchgebohrt. Das heißt, die Körperhöhe des kleinen KK ist 1 cm. Das heißt, dieses Ding geht nicht durch. Achtung, wir haben es hier nicht mit einem Körper zu tun, der gleiche Grund- und Deckfläche hat. Deswegen müssen wir hier jetzt mal ganz cool rangehen und uns eine. Achso. Gesucht ist das Volumen, V-Gesamt, V-Material. Wir könnten auch V-Netto ranschreiben. Ich schreibe mal V-Netto ran, was wirklich übrig ist. V-Netto. Und die Lösung fängt damit an, dass wir wirklich anhand der Skizze und allen möglichen Dingen noch nicht mit Maßeinheiten arbeiten, sondern so wie hier erstmal Grundflächen und ähnliche Flächen ermitteln, vielleicht da irgendwelche Berechnungen anstellen. Auf jeden Fall aber solche Formeln hier, solche Formeln aufstellen, in der Art und Weise. Na dann mal los, wir melden uns gleich wieder, wenn wir es erarbeitet haben. Ganz genau, damit fängt es an. V netto, das ist was wirklich das Wahre. Netto ist das Wahre, brutto ist das Hässliche. Netto ist gleich V Zylinder groß, nämlich als wenn keiner ein Loch reingebohrt hätte, minus V Zylinder klein. Genau, und damit fangen wir an. Und jetzt gibt es, wie gesagt, zwei Wege. Entweder ich sage, ich mache das gleich so, dass ich danach sofort die einzelnen Formeln einsetze und dann erst die Maßeinheiten und alles und Zahlen einsetze. Oder ich sage, ich rechne das im Einzelnen erstmal aus. Erstmal V-Zylinder groß ist gleich, V-Zylinder klein ist gleich, rechne das einzeln aus und muss dann wieder zu der Formel zurückkehren und es voneinander abziehen. Dann hätte ich es. Aber damit fängt alles an. Das hier ist das Allerwichtigste. Sehr schön. Gut, na dann mal los. So, jetzt hat sich die Klasse zu folgendem entschieden. Und zwar, die haben gesagt, na und, wir malen das mal alles in eine Sache. Dann hätte ich hier den Groß, die Formel des Großen. Da muss ich also R² von groß nehmen, vom großen Durchmesser. Davon aber den Radius, ne, ist die Hälfte. Und die große Körperhöhe. Und jetzt nehmen wir noch diese Farbe minus das hier. Und da das ein bisschen groß wird, habe ich das auch, wenn man das dann einsetzt, habe ich das auch ein bisschen auseinandergezogen hingeschrieben. So kann man es also machen. Und jetzt setzen wir die einzelnen, nehmen wir die einzelnen Maße ab, setzen das alles ein und dann kann man mit dem Taschenrechner loslegen. So, wir haben jetzt Folgendes getan und jetzt kann ich nur Folgendes empfehlen. Also, das hier. Und zwar runden. Denn das haben wir eben auch gemerkt. Wenn man nicht weiß, was rauskommen muss, tippt man in den Taschenrechner ein und freut sich und sagt auch so, ja. Und wir hatten hier blöderweise einen Wert rausgekriegt, haben hier ein paar Schüler rausgekriegt, das war ein Wert von 5, tralala Kubikzentimeter. Was macht man hier? Pi sagen wir 3 dazu, 2,25 müsste ich hinschreiben, ich schreibe eine 2 hin, die 1,5 schreibe ich hin. 2 mal 1,5 ist 3, mal 3 ist 9. Hier hinten 3 mal 1 Viertel mal 1 bleibt 3 Viertel, rund 1 Kubikzentimeter abgezogen. Es muss was um die 8 bis 10 Kubikzentimeter rauskommen und dann kommt der berechnete Wert auch genauer raus. Das bis dahin. Jetzt werden wir nochmal untersuchen, weshalb die Männer da mit den 5 Kubikzentimetern nochmal noch nicht klarkommen. Wir tippen mal alles gemeinsam ein. Ich mache mal wieder Pause. So, wir machen was anderes. Wir nehmen uns mal in Gedanken dänisches Geld. Und dieses dänische Geld, da haben wir 4 Geldstücke. Und wenn man die jetzt übereinander malen würde, würde es so aussehen. Also hätte ich praktisch einen Körper. Oh. Der war nicht schön. Das war auch nicht schön. Ein Körper, der so aussieht. Und jetzt ist es vollkommen egal. Ich könnte den Körper auch anders malen. Denn wenn ich das Geld stapel, dann sieht das. Und vielleicht dagegen stoße, dann sieht es vielleicht so aus. Hauptsache, es bleibt einigermaßen übereinander. Und dann haben wir hier wieder ein. Ne, das ist vollkommen Schnuppe. Das heißt, wir haben eine bestimmte Körperhöhe. Wenn ich diese 4 Geldstücke also so stapel, so, hier guckt das auch noch ein bisschen raus,
dann bleiben es trotzdem 4 Geldstücke, sodass ich wirklich von so einem Körper ausgehen kann, dass ich sage, jawohl, zack, und der hat eine gewisse Höhe. Jetzt gucke ich mir ein Geldstück an und das sieht so aus, das sind 3 mm, das sind 2,5 cm und hier ist ein Loch mit einem Durchmesser DL, wie Loch, von 4 mm. Nehmen wir es mal an. So, gesucht ist Frau Gesandt. Wie gehen wir formelmäßig ran? Was machen wir? Jetzt drücke ich Pause. Selber die Grundformel ausrechnen. Also V Gesamt ist gleich. Also wir haben folgende Überlegung getroffen. Wir haben gesagt, okay, dann legen wir das alles als Stapel hin. Und dann sagen wir, gut, Durchmesser des Lochs, L wie Loch, ist 4 mm und so weiter. Das haben wir alles mit rangeschrieben. 12 mm, weil 3 mal 4 12 ist. Und das bleibt alles. Jetzt kann man wie folgt rangehen. Jetzt kann man sagen, entweder die da ja V Gesamt G mal K ist, Grundfläche mal Körperhöhe. Körperhöhe haben wir, Grundfläche kriegen wir raus. Die Grundfläche ist A Kreis der Münze minus A des Lochs. Und wenn man das jetzt aber stattdessen hier einsetzt, dann haben wir hier eine ziemlich, naja, noch geht sie, aber eigentlich schon hässlich werdende Formel, da muss ich mit Klammern arbeiten. Kann man machen, ist nicht das Problem. Muss aber im Taschenrechner auch mit Klammern rumarbeiten. Da ist es leichter zu sagen, V Gesamt ist V Münze ohne Loch minus V Loch. Und so ranzugehen und dann es hinzuschreiben, einzutippen und fertig. Hier gibt es eine Frage. So, und jetzt rechnen wir mal los. Jetzt rechnen wir lieber mit der Formel, mit der geht es auch. Aber dann muss man mit dem Taschenrechner mit der Klammer aufpassen und dann wird es spannend. Ne? Denn Punktrechnung vor Strichrechnung, wenn ich die Klammer nicht mache, dann passiert ein Unglück mit dem Taschenrechner. Wir rechnen hier mit dieser. Die geht jetzt besser hier. So, jetzt haben wir den ganzen Kram hier hingeschrieben, also entsprechend die Formel. Jetzt können wir tippen, aber vorher nochmal hier, der Rundungsprozess. Es hatte einer leider sich in einer Kommastelle verhauen und kam gleich auf 57 Kubikzentimeter. Und das kann man hier aber mit der Runderei auf jeden Fall nochmal hinkriegen. Ne? Das ist das Ergebnis, ich mache das Video erstmal dicht, so kann man üben. Zu Hause nochmal dran denken, Aufgabe nehmen, Video anhalten, dann geht's weiter.